Rheinland-Pfalz im Landkreis Kusel. Der Luftsportverein Eßweiler lud am letzten Wochenende im August 2018 zum alljährigen Flugplatzfest ein. Bei perfektem Flugwetter zog es vor allem am Sonntag, den 26. August, zahlreiche Besucher, Familien, Freunde und Flugbegeisterte zum LSV Eßweiler und hier mangelte es keinesfalls an fliegerischer Unterhaltung. Selbstverständlich durfte das kulinarische Angebot nicht zu kurz kommen, doch bereits am frühen Nachmittag war vieles schon ausverkauft. Wer aber Lust auf Süßes bekam, hatte hier mehr Glück, denn die vielfältige Kuchentheke gab es ja auch noch. Bei einem kühlen Bier die Flieger beobachten und die Sonne genießen, während die Kleinen sich entweder in der Hüpfburg austobten oder sich in den geöffneten Hallen ein wenig umschauten. Neben der kleinen Ausstellung von zahlreichen Modellflugzeugen in verschiedenen Größen gab es auch einen richtigen Flugsimulator zum Ausprobieren. Auch die Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Eßweiler waren mit dabei und präsentierten zugleich gerne ihr Löscheinsatzfahrzeug. Zur Auswahl standen auch in diesem Jahr wieder drei verschiedene Flugzeugtypen wie den Segler und Motorsegler mit E-Platz für einen Passagier und dank der freundlichen Bereitstellung einer Motormaschine vom Luftfahrtverein Grünstadt konnten sogar drei Gäste mitfliegen und gemeinsam die Freiheit der Lüfte genießen. Wie große Greifvögel gleiten sie nahezu lautlos am Himmel, zwei Segler drehten pausenlos fleißig ihre Runden über den Flugplatz. Aber Moment, wie kommen sie überhaupt in die Luft? Wie man nämlich sehen kann, haben Segler keinen Motorantrieb. Für den Start sind Segelflugzeuge auf fremde Hilfe angewiesen. Entweder werden sie von einem Flugzeug mit Motorantrieb in die Höhe geschleppt, was auch F-Schlepp genannt wird, oder wie in diesem Fall beim LSV wird der motorlose Flieger mit einer Seilwinde in die Höhe gezogen. Ein Blick auf die Winde, welche sich am unteren Ende der 1 Kilometer langen Piste befindet, zeigt, dass hier ordentlich Zugkraft benötigt wird, um den Seglerstart zu ermöglichen. Es stehen zwei Seiltrommeln zur Verfügung, die beim Start der Segelflugzeuge sozusagen wie eine Angelschnur mit hoher Geschwindigkeit eingerollt werden. Mit dem Seilrückfahrzeug, auch LEPO genannt, werden die Seile wieder zu den Fliegern gebracht. Vor dem Start wird vorschriftsmäßig der Fallschirm angelegt und für die Erstflieger erfolgt eine kurze Einweisung ins kleine Cockpit. Sind alle Vorbereitungen beendet, wird das zurückgebrachte Seil am Flieger eingeklinkt und schon kann es losgehen. Mit der Freigabe vom Startleiter wird das Windenseil zunächst gestrafft und anschließend das Segelflugzeug auf ca. 90 bis 220 km/h beschleunigt, so dass es nach nur 2 bis 3 Sekunden relativ schnell an Höhe gewinnt. Kurz vor dem Überflug der Winde wird das Seil ausgeklinkt und schon segelt man frei ohne jegliche weitere Hilfe. Weiter geht es mit dem Motorsegler, der im Gegensatz zum Segler selbstständig starten kann und er eignet sich auch als F-Schlepp. Die Landung ist der schwierigste Teil eines Fluges, denn kurz vor dem Aufsetzen könnte eventuell noch die eine oder andere Windböe die Flughöhe und Richtung kurzfristig ändern. Aber dass es mal etwas holpriger werden kann, ist überhaupt gar kein Problem und gibt sicherlich noch einmal den zusätzlichen Adrenalinkick. Mit der Familie gemeinsam die Erde von oben betrachten, dies ermöglichte die Motormaschine mit ihren drei Sitzplätzen für Mitflieger. Schön war es mal wieder hier beim Luftsportverein Eßweiler und keine Sorge, wer nicht dabei sein konnte oder gerne auch mal so einen Flug genießen möchte, kann dies auch gerne jeden Sonntag wahrnehmen, sofern das Wetter mitspielt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Start mit dem LSV und AZ, dem digitalen Alphabet.